Jo, Fall, was gibt's? Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreisezeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Okay, Ritterschule. In der letzten Folge, falls ihr nicht dabei gewesen seid, Schande über euch, aber kein Problem, ich erkläre euch was. Und zwar sind wir mit Bardo runtergefallen, haben ein Monster besiegt und, ey, das ist Bardo. Und wir sollen jetzt ein Lied kennenlernen, damit wir unser Master Sword verstärken können. Nee, nichts habe ich tun können. Einfach gar nichts. Ich weiß nicht, was mit Bardo los ist. Bewegt sich wie ein NPC. Ach, Bardo. Oh, Herzen. Ja, komm, das kannst du auch mitnehmen. Link, danke. Bardo, entspann dich. Das ist nicht deine Schuld, dass du Zelda nicht retten kannst. Wie? Was? Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen. Es tut mir sogar ein bisschen leid. Armer Bardo. Naja. Ich schätze, wir gehen einfach wieder zurück ins Wolkenhort. Dafür müssen wir aber erstmal hier ein paar Käfer fangen. Yeah, Käfer. Ja, wie kommen wir zurück? Ist nicht immer eine Vogelstatue oder so? Aber man kann bei Vogelstatuen, wie ihr sicherlich wisst, sich wieder zurückpornen. Und ja, keine Ahnung, was ich mit Bardo macht. Kann man die wirklich fangen, die Vögel? Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwie hat mich da veräppelt. Ich weiß nicht. Ja. Ja, von hier sind wir. Ja, genau, von hier sind wir ja gekommen. Das heißt, an der Vogelstatue dort vorne können wir uns ja zurücktippen. Oh. Ha! Jetzt weiß ich endlich, was es damit auf sich hat. Hier gibt es sehr viele Falter, die im Standbild gerade sind. Die aber auch auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein. Ich bin mir da ganz sicher. Leider verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Gut, dass wir eine Harfe haben, die wir nun spielen können. Warte. Oh, das war schon? Okay. Oh, hey! Boing, boing! Sieh an, das muss eine der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Oh, danke. Fun Fact, diese Dinger gab es eigentlich in fast jedem Gebiet im Original, aber die wurden hier irgendwie in der HD-Version auf der Switch größtenteils entfernt. Die haben eigentlich immer Tipps gegeben und gesagt, ey, du musst das und das jetzt machen, ne? Keine Ahnung, warum die weggemacht wurden, aber der existiert anscheinend noch. Die Mückensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen. Eine wundervolle Melodie. Dann boing, boing. Okay, und dann? Okay, die anscheinend geben sie hier nur ein paar Items. Weiß nicht, ob das früher auch so war. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Original nie gespielt, aber... Na gut. Nette Überraschung. So, wir wollen natürlich jetzt wieder zurück zum Wolkenhort. Da sehen wir uns dann wieder. Und da sind wir an der Ritterschule. Da sollen wir doch hin, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, hier sollen wir hin und mit Leuten sprechen. Yeah. Kann sein, dass es auch das ist, was Ingi von mir wollte, als wir hier waren. Ich weiß es nicht. Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Mike. Das ist die richtige Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Du musst da fest dran glauben. Ach so, das war nur das. Okay. Ja gut, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich irgendwo bestimmt hin muss. Ob ich jetzt in jede einzelne Tür reingehen soll oder ob hier im Flur welche mit nützlichen Informationen stehen. Du zum Beispiel. Hey. Was? Bardo ist nicht mehr in seinem Zimmer. Er hat den Schmerz nicht mehr ausgehalten, hat alles hinter sich gelassen. Oh, wie traurig. Aha. Den juckt es anscheinend gar nicht, dass Bardo einfach abgesprungen ist. Hey, hast du vielleicht eine Info für mich? Die letzten Nächte habe ich eine Stimme aus der Toilette gehört. Wer könnte das sein, wenn derjenige wenigstens leise wäre? Aus der Toilette? Wo ist denn die Toilette nochmal? Hier? Ja, hier ist jemand drin. Hat da vielleicht... Naja, ihr wisst schon, was man an der Toilette haben kann.
Ist doch keiner. Kann mich einfach hinsetzen. Passiert doch nichts. Aber vielleicht ist ja jemand, wenn es nachts ist. Das können wir ausprobieren. Also würde ich sagen, gehe ich in irgendein Zimmer und schlafe. Komm, im Grußzimmer kann ich doch bestimmt schlafen. Let's go. Bis nachts. Schön wieder schlafen. Ich hoffe, ihr habt genug Schlaf. Oh, sorry fürs Stören. 5, 6, 7. Oh, Mike, guten Abend. Was ich hier mache? Ich trainiere, wie du sehen kannst. Ich kann nicht einmal ein einziges Fass tragen. Das will ich ändern, denn ich wäre gerne ein bisschen stärker. Aber das Ganze ist mir peinlich, verstehst du? Deswegen trainiere ich nachts, wenn mich keiner sieht. Aber es nützt alles nichts. Ich bin so erschöpft. Ich glaube, ich gebe auf. Oh. Ach, hätte ich nur einen Trank, der mir Ausdauer verleiht. Dann könnte ich weitermachen. Nein, das ist sicherlich aufgeben. Okay, einen Trank der Ausdauer hätte er gerne. Wahrscheinlich gibt er uns dafür eine Belohnung. 10 Rubine. Ein Item. Merken wir uns das, ne? Ingi, schreibt dir das auf, wenn du es cool zuguckst. Ja. Ingi ist nämlich hier, um mir zu 100% zu verhelfen. Bitte. Hört mich jemand? Heult da jemand in der Toilette und will Hilfe? Was ist denn da los? Zugeschlossen. Papier. Bitte irgendwer. Papier, bitte Papier. Welches Papier ist egal? Oh nein. Kein Klopapier mehr. Wie schrecklich. Haben wir irgendein Item? Ich meine, ich schätze, ich habe einen Paraschal. Aber den wollen wir nicht weggeben. Na, wir haben ein Lied. Anscheinend kann man hier 5 Lieder erlernen, wie ihr schon sehen könnt hier. Und ein Lied haben wir, nämlich die Hymne der Göttin. Bin ich mal gespannt, wie das dann später alles aussehen wird. Okay, ich habe leider nichts, oder? Hast du der Ausdauertrank? Ja. Okay, 50 Rubine. Na gut. Moment. Bevor ich die jetzt leer trinke, speichere ich das. Okay. Dann schätze ich, trinke ich jetzt mal meine Flasche. Ausrüsten. Ja. Let's go. Weg ist es. Und jetzt. Geht das? Es geht nicht. Ich muss damit reden. Ja, 5 Rubine. Ist teuer, aber ich hoffe, es lohnt sich. Ja. Vielleicht ist es auch Zwang, dass man das machen muss. Ich weiß es nicht. Aber zum Glück habe ich gespeichert, ne? Für den Fall, dass es nicht funktioniert oder halt sich nicht lohnt. Dass ich dann resetten kann. Gruß? War das Gruß? Ja, oder? Doch, ich glaube, das war er. Hey! Ersten Ausdauertrank würde es mir geben. Ja, dafür bin ich hier. Wirklich? Danke, das ist etwas gut bei mir. Ha, ja, die Müdigkeit verschwindet. Aber schaffe ich es, jemand stark zu werden? Klar, warum nicht? Ja, also, wenn du so fest dran glaubst, dann könnte ich das ja vielleicht schaffen. Danke, Mike. Ich werde alles geben, stärker zu werden. Ich trainiere weiter. Komm bald mir wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Was? Dafür habe ich jetzt 20 Rubine ausgegeben. Für einen Heiltrank, den ich nie benutzt habe. Ich habe nicht mal Papier. Junge, der hätte mir jetzt zumindest ein bisschen Papier geben können. Für die Mission hier. Weil ich verstehe wirklich nicht, wo ich Papier herhaben soll. Habe ich Papier? So, holen wir uns am Morgen ein paar Rubine ab. Denn ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Da muss ich demnächst mal irgendwie fragen. Der war auch letztens da.
Und ja, die einzige Person, mit der ich noch nicht geredet habe, war der Vater von Zelda. Da, Direktor Geporas Zimmer. Müssen mir auch erzählen, was mit Zelda passiert ist. Und naja, wir haben sie noch nicht gefunden. Oh, da bist du ja, Mike. Ich freue mich, dass du wohlauf bist. Hast du etwas über Zeldas Verbleib herausfinden können? Sache ist so, sie ist in ein Portal gegangen und ist jetzt weg. Ich verstehe. Oh, Zelda. Nein, ich darf nicht klagen. Sonst wird die Last, die du auf deinen Schultern trägst, nur noch schwerer. Was? Du willst den Text des Liedes erfahren, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie gesungen hat? Ich höre dir ja gerne, aber ich bin wirklich kein großer Musiker. Der Text genügt, oder? Bitte sing! Bitte sing für mich, bitte! Ich... Jetzt hör schon auf mit diesem Unfug. Den Text kann ich dir auch sagen, ja? Moment mal. Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und... Ach, das ist langsam. Verbinden und das Licht bringen. Weiter geht es so. Achso, ich kann was finden. Okay. Er wird zwei Flügel zum Turm des Lichts führen. Ein Weg wird sich öffnen, das Echo des Liedes erschallen. Zwei Flügel zum Turm des Lichts. Turm des Lichts? Leuchtturm? Maybe? Dies ist der Text des Liedes. Der Turm des Lichtes ist der Turm am Dorfplatz. Aber die großen Flügel, wenn man zwei Flügel zum Turm am Dorfplatz führt, passiert also etwas. Zwei große Flügel, hm? Okay. Sind dafür damit die Windräder gemeint? Die habe ich ja schon Moment. Ingi meinte, die wären für später. Also ihr wisst ja, ich habe einen davon gemacht und es ist nichts passiert. Und dachte ich, okay, das ist für später. Ist dieses später eigentlich jetzt schon, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich das erstmal ausprobieren. Von daher rennen wir mal zurück zu den Windrädern, so Windmühlen, I don't know. Ja, Terry, ich habe kein Geld, sorry. Hier, die Dinger. Ja, genau, den habe ich schon. Der ist auch so geblieben anscheinend. Hier war auch irgendwo ein Spalte da ganz hinten. Oh Gott. Oh, hey. Na, geht's dir besser? Hallo, Mike. Danke für den Ausdauertrank neulich. Dank dir konnte ich noch ganz viele Liegestütze extra machen. Und jetzt läuft alles schon viel besser. Ich schwöre dir, irgendwann werde ich bestimmt auch so stark wie du, Mike. Kannst ja dich drauf hinarbeiten und dann können wir nochmal reden. Pass auf, am Ende ist der Final Boss. Das wär's. Das war schon heftig so. Ich hab ihn so stark gemacht. Naja. Oh, hey. Was geht? Du hast doch tatsächlich meine kleine Kugel gefunden. Du bist ein toller Kerl, Mike. Vielen Dank. Übrigens, findest du nicht, dass das Wetter heute hervorragend ist? An so einem Tag würde ich am liebsten in der Kürbisbar sitzen und mir ein Glas kalte Limonade gönnen. Aber ich muss ja diesen Schrank für meine Frau reparieren. Ah, wie mich das nervt. Naja, du hast auf jeden Fall... Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück dabei. Oh nein. Ich kann das nicht machen, weil mir was fehlt. War das ein Tipp von ihm? Schrank reparieren? Okay, also ich muss auf jeden Fall reparieren. Oh, wie unnötig. Tüftlerhaus. Vielleicht hier, wenn ich etwas Glück habe. Du vielleicht? Oder dein Sohn? Es mag jetzt sein, dass er mit Maschinen hantiert, aber jeden Tag ist so verdreckt. Furchtbar. Dein Junge? Der Schmutzfink, der sich in der Werkstatt die Kleidung schmutzig macht. Du kennst ihn doch. Aha. Späte die Nacht an diesem Roboter. Wozu soll es denn gut sein, diesen alten Schrotthaufen zu reparieren? Der repariert einen Roboter? Okay. Vielleicht muss ich hier in der Nacht irgendwas machen? Ich meine, nachts ist er ja jetzt zu Hause. Deshalb kann ich ja mit ihm hier nachts reden. Dann sage ich ihm, ey, kannst du mir reparieren helfen? Ist er da ein Roboter? Da. Weiß nicht, was er da hat. Hey! Ja, so spät noch allein unterwegs. Okay. Helfen tut er mir nicht.
Ey, das ist so eine verwirrte Folge für mich. Sorry, aber das Spiel sagt mir nicht genau, was ich machen soll. Das Spiel sagt mir, ja, mach die Windmühle. Dann gehe ich zur Windmühle, ist kaputt. Das Spiel sagt mir aber nicht, wie ich repariere. Das ist immer so bei Skyward Sword die ganze Zeit. Immer so, ja, das ist deine Aufgabe. Mach das, geh dahin. Und dann gehe ich dahin. Dann ist immer noch so kleine einzelne Sachen, die ich noch machen muss, die mir aber das Spiel nicht erklärt, die ich alleine herausfinden muss. Ne, wäre ja okay, wenn ich genug Tipps bekommen würde, aber ich habe jetzt absolut keinen blassen Schimmer, wie ich das Ding da repariere. Wo ich das Zahnrad sonst was bekomme. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel sagt mir das auch nicht. Und googeln ist auch nicht so einfach. Den genauen Begriff immer eingeben, genau diese Situation, ne? Vielleicht denkt ihr euch ja so, boah, ist doch voll einfach, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, der Typ arbeitet ja hier, ne? Hey. Willkommen in der Werkstatt. Alles verbessern. Was kannst du so verbessern für mich? Oh, flink. Ich habe ein extra Turboflugzeug gebaut. Oh. Komm mit Bienenlarven. Okay. Ist das... Kein hartes Schild. Abwehrkraft ist erhöht. Hm, okay. Ist das hier... Der Ort, wofür ich überhaupt alles sammle? Sammle ich das alles, um mich hier zu upgraden? Kann das sein? Oh! Das hört sich doch gut an. Was haben wir denn noch? Was ist das hier? 20 Kerne. Okay, wir können beides machen. Lass uns aber beides machen. Okay. Ja, machen wir das. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Jo, dann nicht. Dann mach ruhig. Okay. Dann an die Arbeit! Hey, hat doch so ein Roboter ganz links. Einer, der verstorben ist. Oh, bin fertig! Hier! Danke, yeah! Jetzt können wir 10 Bomben tragen oder sowas. Und das gleiche. Okay. Das gleiche können wir jetzt auch hier mit der Deku-Tasche machen. Ich meine, warum nicht, ne? Wenn ich es kann, dann können wir es auch verbessern. Ich sehe kein Problem darin, das hier zu machen. Abbruch. Sieh das unten? Man kann Abbruch machen. Nee. Lass uns das ruhig machen. Ist okay. Akzeptiere ich. Den Rest können wir sowieso nicht machen. Also höchstens Schild, aber. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Schild unbedingt so hilfreich sein wird, wenn man den so upgradet. Hier ist so eine Kiste. Da sollten wir dran denken, dass hier eine Kiste ist. Oh, der Arme. Ist leider von uns gegangen. Teilweise. Ja, ihr habt gerade recht. Ich habe ein neues Item in meinem Sortiment. Ihr könnt nur den heiligen Schild erwerben. Werft euch einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Heiliger Schild? Oh, hier. Was ist das denn? Ihr interessiert euch also für den heiligen Schild? Nun, dieser Schild wird seinem Namen wahrlich gerecht. Er repariert sich von selbst und widersteht sowohl Feuer- als auch Elektroangriffe. Ein Wunderding. Nur, er zu meinem Bedauern sehr schnell kaputt. Aber das könnt ihr mit eurer, Technik ganz bestimmt wieder wettmachen. Das ist einfach Rubine. Dem muss man mal einen erklären. Ich habe jetzt verstanden am Anfang. Super robust, hält alles aus, ist sehr teuer. Und dann ist ganz am Ende noch gesagt, aber geht schon kaputt. Hm? Okay, hab ich nicht ganz jetzt verstanden. Aber okay, was ist das? Kleine Bombentasche. Hm? Was machen die? Was ist das hier eigentlich? Die gute Tasche, diese Deko-Tasche, könnt ihr jetzt hier Deko mehr tragen. Ah. Okay, hier kann man für 100 und für 150 Rubine nochmal Deko und Bombentasche erhöhen. Habe aber gerade hinten gemacht für, naja, halben Preis und weniger. Aber,
Wenn man viel Geld hat und keine Gegenstände, dann ist das eine gute Alternative. Natürlich sehr pricey. Und ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Hä? Was ist denn los, Mike? Jetzt redet er mit mir auf einmal? Hä? Interessierst du dich für dieses tolle Windrad hier? Es lässt sich so ausrichten, dass es den Wind immer optimal nutzt. Naja, zumindest war das mal so. Hier fehlt ein kleiner Propeller und deshalb lässt sich das Ding nicht mehr ausrichten. Eine Schande. Der Propeller ist wohl irgendwann mal nach unten gestürzt. Nach unten? Du meinst ins Wolkenmeer? Seitdem steht es hier leider nur nutzlos in der Gegend herum. Kein Mensch denkt daran, sich darum zu kümmern. Hi-Fi. Ich empfehle, den Windradpropeller im Erdland zu bergen, um das große Windrad bewegen zu können. Im Erdland. Was? Ob ich das Windrad reparieren kann, wenn du mir den Propeller bringst? Tja, ich könnte es mal versuchen, aber dazu brauche ich eben den Windradpropeller. Wie willst du denn überhaupt nach dem Propeller suchen? Schließlich ist er nach unten in den Wolken gefallen. Da fällt mir was ein. Sprich doch mal mit Doruko aus der Werkstatt. Der hat doch so einen kleinen fliegenden Roboter, der seinen Ahnen gehörte. Ich habe gehört, früher soll dieser Roboter Zeug durch die Gegend transportiert haben. Naja, alte Geschichten von Dorukos Familie. Ich weiß ja nicht, woran er dran ist. Okay, also ich hatte die ganze Zeit den richtigen Faden, auch mit dem Roboter reden, aber... Ich musste erstmal diese Cutscene hier triggern oder was auch immer. Warum hat das denn vorhin nicht funktioniert, hä? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Wie auch immer, jetzt funktioniert's. Ich hoffe, ich habe eure Zeit nicht verschwendet. Ich werde wahrscheinlich sowieso das meiste rausschneiden, wo ich einfach nur hin und her renne und nichts mache. Naja. Gehen wir wieder zurück zu unserem Freund. Doruko. Hey, kleiner Freund. Du guckst da blämmernd rein. Wie, das eine Bitte an mich? Ganz genau. Was? Der Roboter meines Opas? Kommst du denn etwa auch, um mich auszulachen, weil es mir nicht gelingt, die zu reparieren? Nein? Was sagst du? Du willst mit meinem Roboter etwas aus der Welt unter den Wolken holen? Heißt das, du glaubst mir die Sache mit meinem Opa und dem Roboter? Ja, klar. Das freut mich ja, aber ich glaube nicht, dass ich deine große Hilfe sein werde. Der Roboter ist leider... Ja, da sieh ihn dir einfach an. Er heißt Trapo. Naja, es sieht aus wie ein Haufen Schrott, oder? Das heißt, man konnte ihn einst rufen und allerhand Sachen von einem Ort zum anderen transportieren lassen. Begleiter. Aber jetzt... Ach, siehst du selbst. Er funktioniert einfach nicht mehr. Opa sagte, man könnte ihn reparieren, wenn man den Extrakt einer Blume aus... einer Blume als Schmieröl verwendet. Es handelt sich dabei um eine Äonenblume. Oha, Schmieröl brauchen wir. Aber von sowas habe ich noch nie gehört. Geschweige denn, dass ich so eine Blume hier gesehen hätte. Hier bitte. Was sagst du? Du hast auch eine? Ist ja fabulös! Tu ich das? Ja, anscheinend habe ich eine. Ich weiß es gerade nicht. Das ist eine Ionenblume? Tatsächlich, die Essenz der Wurzel gibt ein absolut hervorragendes Öl ab. Unglaublich! Damit kann ich meine Trappe endlich reparieren. Warte einen Moment. Ich mache mich gleich in die Arbeit. Bisschen Schmieröl. Oh, puh, und fertig. Er lebt wieder. Er ist wiederbelebt. Er kann fliegen. Statt Beine hat er Flügel. Fairtrade. Oh, wie süß. Ich mag ihn jetzt schon. Danke, ich bin wieder voller Energie. Ich bin jederzeit bereit, wenn es etwas zu transportieren gibt. Wer ist denn der grüne Wicht? Er spricht! Trapo spricht! Ich bin der beste Mechaniker aller Zeiten! Guck mal, Trapo, der grüne Kerl hier hat mir geholfen, dich zu reparieren. Also sei ihm dankbar, verstanden? Pa, dieser Wicht. Also gut. Vielen Dank, dass du dabei geholfen hast, mich zu reparieren. Reicht das? Also wirklich, wie sprichst du mit meinem Lebensretter? Sei ein guter Roboter und hilf ihm, ja? Unser Freundchen hat nämlich Arbeit für dich. Pa, das ist mir doch egal. Ich rede, wie ich will. Und basta. Und ich lasse mich doch nicht von so einem Wicht herumkommandieren. Er mag uns irgendwie nicht. Alle können Fall sehen. Einfach so, ja, ist einfach Fall. Existiert einfach, wir kennen sie. Gebieter,
Es ist möglich, den herabgestürzten Windradpropeller für das große Windrad mit der Aurasuche zu finden. Das ist doch gut. Er ist jedoch zu schwer, um ihn in der Tasche hierher zu tragen. Wie, was? Oh, oh, bzz. Pfei, die, Pfei, oh, verehrte Pfei, wie kann ich euch dienen? Sehr wohl, verehrte Pfei, so schwer es auch sein mag, für euch trage ich es bis ans Ende der Welt. Okay. Gebieter, mit Hilfe des Roboters ist es möglich, den Windradpropeller aus den Erdland hierher zu transportieren. Begib dich nun auf die Suche nach dem Propeller. Alright. Also, ich helfe dir, grüner Wicht. Frag die verehrte Fei, wenn du mich brauchst. Ich kann ihre Gedankenwellen aufspüren. Bitte, die verehrte Fei, mich zu rufen, wenn ich etwas transportieren soll. Also, er mag uns jetzt eigentlich nur, weil er Fei übelst abfeiert. Und, aber mich eigentlich nicht. Wie findest du eigentlich die Sachen, die unter die Wolken gestürzt sind? Vielleicht hilft dir unser schrulliger Wahrsager da drüben. Er sieht aus wie ein Hohlkopf, aber seine Vorhersagen sind meistens gar nicht mal so übel. Okay. Aurasuche. Ja. Komm mal mit, Kleiner. Wie wunderschön, wunderbar. Für die verehrte Fei tut alles. Okay. Mit wem soll ich reden? Oh, warte einen Augenblick. Du siehst emsig aus, junger Freund. Vermutlich bist du fleißig auf der Suche nach Schätzen, nicht wahr? Ich kann meine Kristallkugel nach Schätzen befragen, wenn du möchtest. Sprich mich an, wenn du Interesse daran hast. Oh. Okay. So, grüß, junger Freund, soll ich dir das Vorzug versagen? Üblicherweise verlange ich dafür 10 Rubine. Aber nur heute wage ich einen Blick in den Kristall für einen einzigen Rubin. Hörst du nur einen Rubin? Okay, komm. Ja. Oh, wie schön. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Oh, nein, verstehe mich nicht falsch. Diese sanften Augen verfügen über die Macht der Weissagung, junger Freund. Der hat echt krasse Augen, oder? Also gut, worüber möchtest du erfahren? Schätze, Schicksal, Schätze. Schätze, also nun, ich selbst habe ja noch nie einen Schatz gefunden, aber wie dem auch sei, meine Augen sind alles. Dann wage ich schon einen Blick in die Kristallkugel. Hui! Hui! Ich sehe es! Ja! Ich sehe ganz genau deutlich von mir! Oh, ein Wald, ein Wand, voll Sand, ein Feuerberg und also zahlreiche Monster. Über welche Schätze soll ich meine Kristallkugel befragen? Wald? Der Wald, ja, ich sehe ihn deutlich vor mir. Du kannst Vogelfedern und Bienenlarven finden. Okay, das war's. Den Bienenstock zum Boden schützen lässt. Okay. Bernstein-Halbmonde, Silber-Halbmonde finden. Findest du nur in der Prüfung? Seid ihr Schatz nicht sehr? Das ist das Geschenk der Göttin. Das war ich Glück vom Segeln, okay. Nur das war alles. Okay. Weiß nicht, was jetzt der Sinn hinter diesem Charakter ist. Aber na gut, also wir können jetzt unseren kleinen Freund immer rufen, schätze ich. Na gut, wenn das funktioniert, dann können wir in der nächsten Folge mit unserem kleinen Freund ins Wolkenmeer aufbrechen. Und ja, wenn die Folge ein bisschen zu kurz ist, dann sorry. Ich hoffe, die ist nicht zu kurz. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Und ich bin gespannt, wie nützlich unser neuer Freund sein wird.